Matthias? Matthias, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Matthias? Ja, hallo und herzlich willkommen bei Mattings Warntest. Wie man sieht, haben wir uns ein bisschen ins Dunkle zurückgezogen. Da kann man nicht nur gut munkeln, sondern man kann da auch Nachtsichtgeräte testen. Die kann man zum Beispiel gebrauchen, wenn man seinen Keller aufräumt und dauernd das Kellerlicht ausgeht. Unser erstes Testgerät hat die typische Form, wie man es aus einem Spionage-Thriller kennt. Es heißt iClops und kommt von der Firma Sowas will ich auch. Die Frage ist, handelt es sich dabei um ein Spielzeug, für das könnte man es auf den ersten Blick halten, oder kann man tatsächlich es auch nachts gebrauchen? Benutzen wird man es wie ein ganz normales Fernglas. Das hat den Vorteil, dass man wirklich ein relativ großes Bild vor die Augen bekommt. Die Wirkung ist überraschend gut. Ich kann hier kaum in die Kamera gucken. Ja, hier im Keller kann man sich mit diesem, was man ein Nachtfernglas nennen könnte, Gerät recht gut orientieren. Man sieht wirklich jedes Detail. Ich frage mich allerdings, wie es dann draußen aussieht, im Wald zum Beispiel nachts. Da dürfte es dann doch etwas an der Reichweite scheitern. Um das Spielzeug in Anführungszeichen mal mit einem echten Werkzeug vergleichen zu können, haben wir uns auch noch das Bresser Nightspy 3x42 kommen lassen. Dabei handelt es sich um ein einäugiges Nachtsichtgerät. Durch die Kamera ist es kaum zu erkennen, aber in der Praxis ist tatsächlich das Bild des Bresser Nightspy deutlich klarer als das des iClops, des Spielzeug-Nachtsichtgeräts. Nachteil ist natürlich, dass man möglichst das eine Auge immer zukneifen muss. Ja, sowohl der iClops als auch der Nightspy sind selbst für Erwachsene noch recht lustige Spielzeuge. Man fühlt sich tatsächlich fast als Spion, wenn man im Keller im Dunkeln in irgendwelchen Aktenordnern blättert, selbst wenn es nur die eigenen Rechnungen sind. Trotz ihres relativ geringen Preises von 80 Euro für den iClops und 180 Euro für den Nightspy kann ich beiden Geräten bescheinigen, dass sie durchaus eine angemessene Gegenleistung liefern.